Und da sind wir wieder. Gerade haben wir die Rheingauer gemacht und die Mosel-Rieslinge. Jetzt gibt es nochmal Spätburgunder. Den Teil, den wir von gestern zurückgestellt haben. Und heute habe ich zusätzlich ein bisschen gemacht Franken und Württemberg und Sachsen und Rheinhessen. Überall keine großen Mengen. Es wird also nicht allzu lang. Jetzt, wo Herbst wird, hat man ja dann was anderes zu tun draußen, anstatt in diesem blöden Sommer, wo man ja sich nicht am See grillen will oder so. Das ist ja gefährlich für die Haut. Jetzt dann wird es wieder richtig herbstlich und es regnet den ganzen Tag. Da kann man wieder Jetzt fangen sie an rausgehen zu und muss arbeiten. keine Videos anschauen. So, fertig? Gib mir, wenn ich eine Nummer hätte, hätte ich schon längst angefangen. 2396 19. Ich sehe schon so, als Fernsehkommentator wäre ich schlecht. Mein Geplapper. Wobei, Dummschwätzer sind ja gefragt. Also, Kräuterweg, ja, nicht getrocknete nur Kräuterik, Kräuter. sondern das ist schon Wurzelgemüse auch. Da machst du schon die Kühlschranktür auf, oder? Nein, jetzt mal ernsthaft. Gewissen Schliff hat es ja auch, aber es ist schon ordentlich Gemüse. Ich meine, das darf Spätburgunder ja bis zu einem gewissen Grad sein. Die Sorte hat es halt. Ja, aber auch so, ja, Kräuter, aber ich habe jetzt auch Laub, Tabak. Ja, recht herb im Mund, tendenziell schlank, hat Schliff, Biss, Säure, wieder ein bisschen Gemüse. Ja, es bleibt ein bisschen grün. Ist mir fast einer zu hoch. Oh, nee. Sorry, jetzt müssen wir gleich beim ersten Wein. Schon kämpfen. Ja. Jetzt habe ich mich zurückgehalten. Na, dazu ist er zu saftig. Kannst du das? Oh je. Ja, gut, Länge und Spannung hat er ja. Ja, also ich Okay, mach schon. okay, okay. Was haben wir? Hier. Das ist die Nachprobe Fischöl. von gestern. Ja, der Wein ist schon vorgestern. Adeneuers Rosenthal. Ist eigentlich wirklich einer meiner favorisierten Wein. Baubetriebe, das ist ja vielleicht ein blöder Begriff. Ah, Winzer halt. Der Rosenthal ist so ganz meiner, ist er dieses Jahr echt nicht. 2398 8 7. Bisschen nussig. Ja, so fast sandelholzig. Stimmt. Und dann auch Tabak. Ein bisschen zu ein bisschen angeröstete Brotrinde oder Toastbrotrinde. Vollkorn-Toastbrotrinde. Schlank, straff, herb. Aber hat Saft, Griff. Kann man lassen. Ja, lange Medizin macht es gar nicht. Das ist eher eine mehr. Ah ja, Gut. das macht doch Spaß. Ja. Da hast du Lust, nochmal einen Schluck zu nehmen. Ja. Ist bisschen auf dieser leicht röstig-schokoladigen Holzseite, so ein kleines bisschen hat aber Biss und Zug und so was salzig-mineralisches Ja. drin. Sehr anständig. Sehr anständig. Habe ich sehr anständig schon gesagt? So, hier. Doch, schau her! Ich glaube es ja nicht. Schloss Proschwitz. Ich weiß nicht, das ist ganz sicher der beste Burgunder, den ich von denen überhaupt je probiert habe. Vielleicht der beste Wein an sich. Haben wir einen besseren Ausgießer hier? Ja, bestimmt. Ich
schon mal zu deiner rechten Kreis, weil das ist. Vielen Dank. 334199. Bin echt erstaunt. Das ist ja richtig hochklassige Wein. Sehr schön. Ja, jetzt werden die Mengen wieder geringer. Ui, das riecht auch so ganz leicht nach Senf. Das hat man halt schon mal bloß bei Weißwein. Ja, ist der von Senf satt. Ja. Also, er wird reduktiv. Komm mal. Ja? Hm? Reduktiv. Ja. Ja. So die Senfsaft reinschreiben. Mhm. Und Tabak und was Erdiges. Er hat aber auch Schliff, ist gar nicht so, ist nicht so rustikal, wie es klingt. Kühlende Kräuter. Das ist auch Proschwitz, das ist bloß der 13er. Okay. Ja. Ja. Aber auch der macht sich mit Luft ziemlich gut. Auch am Gaumen hat er ein bisschen Senf. Aber das ist, das hat eine gute Struktur, das hat Länge, das hat so angedeutete Tiefe. Das ist überhaupt kein schlechter Wein. Also, ich bin ja ganz erstaunt. Sind es vielleicht noch nicht ganz. Finde ich auch. Aber das ist sehr guter Wein. Also nochmal Schloss Proschwitz. Diesmal 2013. Also die Lage ist da die gleiche, heißt auch Schloss Proschwitz offensichtlich. Ja. Ich bin ein bisschen beeindruckt. 239428. Die Aubergine. Ich habe noch ein bisschen Fallchen bekommen. Man könnte fast Lavendel finden. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht schlecht, dieser Lavendel. Hat im Mund viel dunkle Aromen. Fast ein bisschen Graphit. Graphit. Es ist, man merkt auch schon ein bisschen diesen leicht bitternden Holzeinfluss. Ein bisschen Tabak, so, der hat aber einen ziemlichen Säurebiss. Ja, ja, steht da drin. Hat Festigkeit. Das ist auch sehr gut. Vielleicht ein Hauch zu spröd für höhere Weine, aber das ist sehr gut. Wie siehst du das? Ja, richtig. Ja, dann haben wir es. Ja, dass das Aber war klar, das erkennt man an den Auberginen, das hatten wir ja gestern schon. Kreuzbergs Schieferlein. 237970. Unglaublich kühl. Kühlverhalten? Mhm. Für mich so Mandeltöne in der Nase. Ja. Sollten wir vielleicht reinschreiben? Och. Wie oft will ich denn noch Aromen schreiben? Das
ist aber einladend, gell? Das hat Finessen. Das ist harmonisch. Ganz jung wirkend. Ja. Herb, fest. Hast du den schwarzen Pfeffer? Rauchig. Frag mich was Leichteres. Nein. Das ist auch noch Hefe. Ja, es hat Hefe, das merkst du deutlich. Das hat noch ziemlich viel Reduktion. Das ist so ein Vertreter einer ganz, ganz neuen Spätburgunderart in Deutschland. Ganz kühl, hell, reduktiv, schlank, fest. Ich mag das sehr. Ich auch. Ja, es ist nichtsdestotrotz, ich muss mir fragen, ist das tief und komplex genug für noch höhere Weine? Wein, Punkte von mir. Du würdest wahrscheinlich, so wie ich dich kenne. Ja, dann passt es, weil ich wäre nämlich auch bei 88, mir passt das. Nur, der Wein schmeckt mir sehr. Das muss man wirklich sagen. Das trinke ich richtig gern. Ja, das ist das Weingut Neuss aus Ingelheim. Die haben sich gewaltig gesteigert in den letzten Jahren. Sicher, da kommt noch einer. Die zwei können sicher zum besten oder sind wahrscheinlich das Beste, was man an Rotwein aus Ingelheim, also ist ja bekannte Rotweingemeinde in Rheinhessen, aber oft, die meiste Zeit waren es halt marmeladig und plump. Und das sind sie oft bis heute noch, aber das. Worauf wollte ich hinaus? So gut waren die Weine in Ingelheim noch nie. Man könnte sie auch einfach sagen, nicht so verschwurbelt, wie ich das immer versuche. 2 3 9 5 8 3. Ich höre in deinem, schon in deinem Ton, dass du mich innerlich auslachst. Oh. Ja? Das ist ganz deutlich. Wieso sollte ich denn das so wie. still und heimlich machen? Jetzt reicht's. Sehr klar, sehr geschliffen, so ein bisschen balsamisch. Ja, steht auch drin. Das ist auch wieder diesem neuen Stil folgend. Nicht ausladend, nicht breit, sondern geschliffen, fest. Mit einer ganz feinen Würze. Kräuter, auch so ein Hauch Pfeffer. Weil es sich total vom anderen unterscheidet. Ne? Das Total, ist kirschiger, das ist ja. Ja, kalt, richtig, ja. richtig. Genau. Aber es ist schön, es ist kühl, es ist fest, es ist fein. Eine ganz kühle, reintönige, einnehmende Frucht. Richtig, die Frucht ist es. Und es ist Ganz so ein brillant. Gefühl, wie wenn du so eine richtig gute, frische Kirsche hast. Ja, Und du beißt da rein und es ist so ein frischer Kick. frisch ist der richtige Begriff. Ich finde, auch der steht gut da, Ja. weil er jetzt, es ist nicht die letzte Komplexität und Tiefe, aber es Er ist macht ganz Spaß. eindeutig zu erkennen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist und er macht unheimlichen Spaß. Das willst du wirklich Schluck für Schluck trinken. Das macht solch ein. Oh. Ja, da bin ich auch erstaunt. Das ist der feinste Ellwanger Rotwein, den ich je probiert habe. Das war früher nie so kühl und so geschliffen. Da hat sich unheimlich was getan. Die reine Freude eigentlich. 2 3 9 7 7 9. Das ist ein bisschen rustikaler. Jo. Ist ein bisschen Ich finde es gut. der altmodischere Stil. Mit vielen So ein bisschen vegetabilen auch Noten. Nelken und so Nelken, ein bisschen Sellerie. getrocknete Ja. Blüten. Ja. Nur ist es halt schon, ist das schon substanziell und hat Tiefe, auch in der Nase schon. Es ist halt nur ein bisschen altmodisch. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist Franken.
hatte ich nur einen. Auch im Garmin, deutlich altmodischer, ne? Nur die gute Art der altmodischen Weine, oder? Auf jeden Fall, also saftig, das ist auch gut so, dass er so einen guten Saft hat. Ich muss aber schon an die dunkle Holzwand im Wohnzimmer denken. Ja, das ist ein bisschen rustikal. Schon ein bisschen so einen Ja, leichten Schrankwandton hat er schon. Aber es ist trotzdem komplex. auf Es ist jeden Fall. mineralisch. Es hat Spannung. Das ist Und eigentlich ein ziemlich guter Wein. Nicht ziemlich, das ist ein sauguter Wein. finde, er steht da wunderbar. Oder denkst du über einen Punkt? Das ist jetzt wirklich die Frage, ob man da nicht zu viel eigenen Geschmack dann rein setzt und eben eine 89 gibt, weil diese Länge und Komplexität Wird auch toll ist reifen. in diesem Stil selten. Ich wäre dafür, wir geben nur einen mehr. Okay, gut. Weil er ist wirklich lang. Und ich kenne Menge Leute, denen das aus Gründen saugut schmecken wird. Das ist Schmitzkinder, Randers Ackerer Sonnenstuhl. Ich glaube auch da, dass ich noch keinen besseren Rotwein von denen getrunken. 2, 3, 7, 9, 6, 8. Sehr klar geschliffen, Sehr klar, transparent. Kräuter, würzig. Ja, du schreibst es eintönig. Ganz transparent. Ganz bisschen gemahlene Nüsse. Steht ja auch Eine ganz durchgezeichnete, schlank wirkende und doch reife, feste, herbe, saftige, ganz jugendliche Frucht. Bisschen noch rauchig, röstig, aber wirklich nur am Rande. super. Oh, ich finde den auch super. Da reichen die 89 auch nicht. Das ist richtig, richtig guter Wein. Also da hat sich was getan in Deutschland in der letzten Zeit. Sehr Wer Kühle und erfreulich. Schliff wirklich in seinen Pinots mag, so wie eigentlich Pinot meiner Ansicht oder unserer Ansicht nach gehört. Wunderschön. Das ist sehr gekonnt. Was haben wir? Oh! Ja, noch einmal Ingelheim. Das Weingut Neuss. Ingelheimer Paris. Das ist definitiv der beste Rotwein, den es dort überhaupt je gab, solange ich das probieren darf. Und vorher waren es doch sowieso scheiße. Ja, mal, gut, reden wir im 20. im 19. Jahrhundert mag das anders gewesen sein. Aber das ist, macht das Laune. 2, 3, 9, 8, 1, 0. Ganz großes Kompliment. Man hat sich nicht mehr daran erinnert, dass Ingelheim so guten Rotwein machen kann. Ganz anders. Das ist so lebhaft. Ist das Baden? Ja. Hast du schon eine Idee? Vom Riechen her. Ja, lass mich erst probieren, bevor ich mich wieder in den Sessel setze. Oh, aber das ist sehr schön. Das ist richtig, richtig betörend. Ist das Keller? Der hatte nur ein Also der Loch Strauch, gestern. ja. Das war ja der Verdacht, den wir gestern hatten, nachdem das nach der ersten Probe vorgestern, der war so herrlich und dann hat er gestern, sind die so eingeknickt und jetzt strahlen sie wieder. Und dieses ganz transparente, helle, strahlende hat am Kaiserstuhl auf diese Art eigentlich nur Keller. Das ist wunderschön.
Okay, da bleiben dann keine Fragen offen, denn das ist ganz fest, ganz kühl, widerstrahlend. Da reichen die 89 weit nicht. Nein, eins oder eins. Eins oder zwei. Richtig. Genau. Also ich stelle ihn bei entweder am Ende von 41. Muss nur reinschreiben, Ja, dass der ja. sich so verändert. Oh, das ist herrlich. Aufblüht ist ein schönes Wort dafür, ja. Vor allem der zieht dann so dermaßen an. Mein lieber Schwan. Also die 91 hat er locker. Ja, wir zeigen ihn später. Okay. 2, 3, 9, 6, 2, 3. Oder ist besser, ihn jetzt noch Nee, mach hier in nicht. Wir den zeigen ihn Kontext. dann. Das passt schon. Das ist schon geil. Hui, das zieht auch nach. Aha. Stau. Das ist ein bisschen wieder diese trockenpflanzliche Note. Tabakig, das ist. Ich würde jetzt eher wieder sagen, es ist A vom Riechen. Ja. Ist diese virilere Art, diese etwas in Anführungszeichen gröbere, dunklere, fleischigere, Ich mag das zwar nicht immer, aber dieses etwas wildere. Maskuline, Es ne? ist maskulin, das muss man einfach so sagen. Daraus kann man Männerparfum machen. Sehr, sehr gut. Aber du merkst schon, warum wir den anderen jetzt hochgesetzt haben. Aber das ist ein wunderbarer Wein, steht da auch gut, finde ich. Also das kann er locker. Findest du, es kann noch mehr? Also, das ist fest, das ist herb, das hat etwas so leicht an getrocknetes Laub erinnerndes, das ist sehr bodenbetont, das ist. Ich mag seinen Nachhall mit diesem Salz, mit dieser Würze, Ja, mit ich der mag das Enge. schon auch. Also es ist So ist für es nicht. mich, wenn wir jetzt weiterreden, dann kommt letztendlich das, was den Wein ausmacht oder was ihn, weshalb ich überlege, ihn dann doch auf die. Ja, ich verstehe dich schon. Festigkeit hat er. Okay. Vielleicht muss man eines dazu sagen. Ich schwank zwar trotzdem noch, aber im Zweifel ist es ja doch immer für den Wein. Ich muss dazu sagen, das sind Weine, die keine Jahrhunderte alt werden. Das würde ich in 2, 3 Jahren erst trinken anfangen. Nur er hat so viel Mineralik und so Festigkeit und so. Und das Komplex, ich verstehe das gut. Von hinten raus, du hast recht. Im Nachdruck merkt man erst, wo er wirklich steht. Wenn er dann wirklich sein ganzes Salz auspackt. Das so In auf dieser ganz feinen Würze, Speckscheiben liegt. also es ist schon, Naja, es ist schon sehr, sehr das kann Malpforzheimer Gärkammer von Adenauer. Ist ja auch sein ganz großer Vorzeigewein. und es ist war 2014. Das ist Ja, 2014. dann genau, Das weil ist wir hatten 2014. gestern 2013, ne? Ja, das wird auch nochmal kommen. Wir haben, glaube ich, zurückgestellt, wenn ich mich nicht irre. Wir werden sehen. 2, 3, 8, 3, 8, 1. Habe ich schon? Ah ja, habe ich schon. Verschlossen, ein bisschen Nice. tabakig, so ein Hauch gebrannt. Genau, mehr auf der vegetabilen Seite, wenig Frucht, was ja nicht schlimm ist. Ja, Ganz gar im nicht. Gegenteil. So ist es. Aber dieses leicht gebrannte hat er schon. So ein bisschen die Zigarre, die man im Aschenbecher liegen lässt.
diesen bitteren, ganz leicht aschigen, tappigen Holzton hat er auch am Gaumen. Ja, es ist so Zigarrenasche. Mottsäure. Ich bin mir über diesen eleganten Stil, da stolpe ich jetzt. Weil er jetzt ein bisschen spröde wird. Richtig. Und das hat er, der ist von heute, das hat er von heute früh nicht gehabt. Aber der macht zu. Mhm. Können wir das morgen nochmal anschauen? Ja. Weil der macht richtig zu. Ja, finde ich gut. Das war Buttonfeld Spanier Kirchenstück. Die dunklen werden immer gleich fokussiert. Die mit den hellen Etiketten hat es immer schwierig. 238514. Puh, das ist fest und tief. Was geschliffen ist. Ui, und es ist dicht und herb und fest und hat eine fast eherne Struktur. Wenn du so ausatmest, weiß ich, dass es dich berührt. Oh, ja. Das kann was. Ja, Urgewalt ist nur irreführend, weil es ja nicht breit ist. Und nicht mächtig, sondern es ist nur fest. Das ist ja dabei kühl und überhaupt nicht alkoholstark oder so. Das macht was mit mir. Ja, gibt es aber morgen auch nochmal. Das ist so, so tief und dicht. Willst du ihn aber kurz zeigen? Ja, ich zeige ihn schon. Aber das ist ganz, ganz gekonnt. Das ist, ich glaube, das Oppenheimer Kreuz, wenn ich mich richtig erinnere, von Kühling Gillot. Ich kann es nicht, das hat kein Rückenetikett, das ist noch, aber ich glaube, es ist Oppenheimer Kreuz. Puh, starkes Ding. Rein ist ein Reinfront. 2, 3, 8, 9, 9, 5. Puh. Das ist mal blöd, wenn man vorher einen Was? Großen hatte, weil jetzt kommt er mir ein bisschen, also man merkt, ist nicht ganz wie der Wald vorher in der Nase. Wir haben das auch irgendwie leicht falsch eingeordnet, weil der ist auch ein bisschen niedriger in den Noten. Oder wir hatten ihn schon mal und haben ihn bloß da oben reingestellt. Nee, also es ist tatsächlich so, wir sind schon. Ah, okay. Also das, jetzt sind wir bei 90, der andere hatte schon 91. Richtig. Aber das ist kirschig, das ist sehr lebendig. Das hat Schliff, das hat ein bisschen nussiges, ein bisschen kantiert nussiges Holz. Naja, aber schlecht ist das nicht, das ist dann nur ganz anders. Ein bisschen Pfeffer, das ist auch wieder fast ein bisschen rosa Pfeffer. Schon auch gekonnt von der Frucht. Ja, das ist sehr präzise und, richtig, und klar. Präziser ist gut. Es trocknet noch ein bisschen. Ja, ja. Steht gut, oder? Also ich habe bei dem auch den Eindruck, dass er zumacht, dass jetzt die Säure das alles noch ein bisschen einschnürt. Ich würde also in der aktuellen Verfassung einen runtergehen, aber so wie der Spannung hat, glaube ich, dass er das auf jeden Fall kann. Er braucht bloß ein bisschen Zeit. Ja. Ah, okay. Lustig. Jetzt vielleicht gar nicht drauf kommen. Das ist das Weingut Heid, das ist Württemberg. Fellbacher Lämmler. Ja, das hat aber einen ganz anderen Boden. Das ist wirklich. Und wenn man es weiß, bildet man sich zumindest ein, dass er den auch wiedergibt. Also da sind wir schon nicht schlecht dabei. Das passt schon. Sau gut. 239472.
ganz dunkel. Boden geprägt. Betont. Ist das aber wieder A, oder? Mm-mm. Nein? Mm-mm. Da bin ich jetzt ganz erstaunt. Das ist eine Aubergine. Ja? Habe ich wirklich. Super. Dann müsste ich nicht wohin stecken. Aber es ist total komplex. Es ist ein bisschen der wärmere, der offenere Stil. Jo. Es hat Aubergine, Salbei, Muskat. Die Schokolade ist deutlich zurückgegangen, stimmt. Ist nur noch so was Hauchfeines. Sehr dunkel, griffig, bisschen so, hat auch so ein bisschen was Rustikaleres, oder? Okay. Was, findest du nicht? Ja, ich bin gerade am Überlegen, weil er hat für mich so eine, fast so eine Ätherik, die, also so kühle Kräuter, die da dagegen wirkt, weshalb ich ihn jetzt nicht als so richtig rustikal nennen würde. Es ist, ja, kommt aus einer warmen Gegend. So, die A ist auch eine warme Gegend für ja. sich. Wir haben ja, ein bisschen aber das ist es nicht. Ja, aber dann ist es Heger. Ja. Okay. Ja. Und was sagst du? Für mich steht er gut. Okay. Für dich nicht? Du hättest mehr? Ich würde ihm einen Punkt mehr geben. Ehrlich? Mhm. Aber ich... Okay. Für mich fehlen da wieder leicht die Feinheiten, die mir das wirklich über diese auf diesen 90-Punkte-Ding okay. hebt. Ich finde das sehr gut, aber es ist mir einen Hauch zu spröde. Mhm. Okay. Hauch zu... Ich kann es nachvollziehen, was du sagst, und deshalb. Es ist tatsächlich Hegers Häuslebutten. Das ist also sein größter und teuerster. Das ist leider vorher oder in dem Jahr der uns jetzt am dritten Tag am wenigsten von allen von ihm gefällt. So leid es mir tut. Das ist mir wirklich leid. 2, 3, 9, 6, 6, 6. Die merkt man ein bisschen an, dass er jetzt schon den dritten Tag auf ist. Der geht sehr auf, wird sehr rauchig, speckig. Das betont er noch mehr als vorher. Steht nämlich schon drin. Ganz leicht animalischen Stinker gerade. Ein sehr robuster Wein. Ja. Von der Nase her. Ganz anders. Ich kann das heute nicht. Nicht ganz. Sind wir da an der A? Mhm. Ja, ne? Das ist halt. Man muss dazu sagen, es ist so, dass die A-Geschichten, wie gesagt, meistens eher nicht ganz so alt werden als zum Beispiel die Baden. Ne? Man kann es nicht komplett generalisieren, aber in den meisten Fällen ist es so. Man merkt jetzt halt einfach auch, dass die Luft
das ist ja schon der dritte Tag, ihm schon ein bisschen geschadet hat. Ich meine, der dritte Tag für Rotwein ist natürlich schon auch. Naja, wenn du wenig Schwefel nimmst. Genau. Nur das machen wir ganz sicher nicht. Beine runterwerten, weil sie dann irgendwann anfangen, an der Luft zu leichen. Deswegen, nachdem wir das gestern hatten und wir haben ihn reingestellt, weil wir gedacht haben, er steigt. Finde ich gut. Unter Umständen, das macht jetzt nicht mehr. Also das darf man nicht ewig aufbehalten. Aber dem jetzt anzulasten, dass er wenig Schwefel hat und deswegen eher mal in die Knie geht, das ist spannend. Meiernägel verringert. Weil Festigkeit und Komplexität hat er noch. Es ist halt jetzt leichter, leider eine Spur oxidativ. 2, 3, 9, 4, 6, 8. Ganz, ganz andere Baustelle. Fest. Fest, geschliffen. Es ist Baden, oder? Mhm. Boah, tolle Nase. Ganz komplex. Wunderschöne Nase. Ganz reintönig, nobel in seinen, in dieser zurückhaltenden Frucht. Kann sich doch reinknien. Der hat einen herrlichen Saft. Danke, den wolltest du gestern ein bisschen. Hattest du also recht? Bist sicher? Kannst mir alles erzählen. Wir haben Beweise. Okay. Ah, toll. Super, freut mich. Ja, diese Saftigkeit, das ist enorme Saft. Also. Kühle, Wärme, also der ist wirklich komplex. Der hat letztendlich. Vor allem im Abgang wird er extrem vielschichtig. Da reichen die 91 nicht. Nein. Das hat echte Klasse. Mein lieber Schwan. Das wird doch viel länger halten. Ui, das ist toller Stoff. Wenn du das gestern schon gesagt hast, dann hast du halt ausnahmsweise, also wirklich. Ganz stark. Vor allem diese Länge, vor allem was da passiert da hinten, wie der spielt. Ja, spielt es. Was der und changiert in seiner Aromatik. Das kommt dann Schokolade, und dann kommen Kräuter und dann kommt Mineralik und dann kommt Tabak und dann kommen. Mach weiter. Oh, das ist irre. Ganz toll. Puh, das kann die 2 mit links. Ja, dann mach mal 3. Ich glaube, 3 ist. Kann ich wirklich 3 draus machen? Also, wir können ihn Wir kannst auch nochmal reinstellen. Jetzt ist ja wurscht. Komm, stell nochmal rein. Und wir schauen es uns danach an. Ja, wir haben doch erst 39 Minuten. So. Ja, wir können noch eine Stunde. Nein. Also gut. 2, 3, 9, 8. 0A. Jetzt höchste Konzentration. Höchste Konzentration. Ui, ganz anders. Ein bisschen offen. Ach so, es steht aber schon drin, diese Oxidation, die hat nur zugenommen. Ja, und der Lorbeer stimmt. Und hat sich nicht so verändert gegenüber gestern. Also zumindest von der Nase. Sehr, sehr fest. Sehr herb. Jetzt wirkt er fast total verschlossen. Toller Griff. Ja, ja, irre ist ja nicht. Nur auch der, das ist ein Wein, der jetzt mit dieser langen Zeit Luft
nicht mehr gewinnt, weil das deckt ihn jetzt ein bisschen zu und dann wird er ein bisschen offen. Müssen wir so stehen lassen, wie er ist. Okay, gut. So ist es. Sehr fest, sehr herb. Aber den hatten wir gestern wahrscheinlich noch einmal gründlicher und besser beschrieben. Das ist Oberrottweiler. Oberrottweiler Eichberg von Keller. 2398 10. Sehr strahlend. Cool, Chief. Schwarz. Ja, schön. Ach, den hatten wir schon mal. Ach komm, aber das sind zwei. Das ist so saftig und so straff und so strahlend. Oh, das will man trinken. Dieses kühle, Hatten wir minzige. heute, haben wir glaube ich nicht gezeigt. Oberrottweiler Kirchberg von Keller. Das ist strahlend, Oh, gefällt saftig, mir elegant so gut. geschliffen. Herrlicher Wein. Ganz herrlich. Boah, und eine tolle Länge. Oh, kriegst Gänsehaut. Das ist richtig, richtig gut. 2398 06. Das ist der Streichel da. Oh, aber ganz fest. Das ist gut. Oh la Das ist wieder Keller, oder? Stark. Jetzt auch vielleicht schon ein Hauch offen, aber ganz, ganz stark. Ist konzentrierter noch als der andere. Sehr, sehr fest. Dicht. Hat aber den gleichen Schliff. Da musst du festhalten. Das ist straff. Ja, ich danke. Du kriegst glänzende Augen. Ja. Und es Das ist der trotzdem merklich beste. jetzt schon, ja. Das ist, das, obwohl man merkt, dass auch da, das hat wenig Schwefel, das ist halt, das macht ja gar nichts, wenn es in der Flasche ist. Aber nach 3 Tagen an der Luft merkt man es halt, dass der schon eine Spur offen ist. Aber sowas Zwingendes. Boah, ist das gut. Stark. Da müssen wir uns jetzt streiten, wenn nach Hause mitnehmen. Ach, das müssen wir uns nicht streiten. Also, das ist großer Stoff. Gut, damit wäre ja Ach, letztendlich. Karl Schlossberg. Von Fritz Keller. Dann Ja. könnte man. Warte mal, dann ist der jetzt. Mal wieder gucken. 2, 3, 9, 4, 6, 8. Der arbeitet nach. Ja. Das, der hat dich so richtig. Also, Entschuldigung, wir Kalle würden sagen, bei den Eiern. Also, das ist unglaublich, wie der einen für sich einnimmt. Eine andere Stilistik. Ist aber auch ganz geschliffen und fein, ist auch baden. Naja, da kannst du dir ja vorstellen, geht es ja letztendlich darum, kann er die 92 oder die 93? Die Nase jedenfalls ist schon mal, da kannst du dich schon, du kannst schon fast drin versinken. Weil das ganz ruhig ist, sehr in sich rund, was er auch ganz deutlich hat, sind so diese sehr, sehr feinen Wurzelgemüsenoten, die die Spätburgunder halt auch immer wieder mal gern hat. Aber das ist alles so stimmig.
zwischen ein bisschen. Wir haben da den gleichen Fall wie vorhin schon. Jetzt haben wir den dritten Tag, wo du halt, wenn du Weine hast, wenn du nicht sehr viel Schwefel nimmst, und mir ist es lieber, dass man nicht viel Schwefel nimmt. Es muss ja nicht jeder Wein 3 Tage offen sein. Dann fängt die Frucht ein bisschen auszutrocknen an, dann wird der Wein trocken. Die Länge hat der ja irre. Wenn er auch nicht diese extreme Komplexität vom Vorgänger hat. Du wärst eher bei einem weniger, gell? Ich meine, ich habe mich ja für den Wein eingesetzt. Ja, das ist kompakter, das ist nicht, das kommt im Moment überhaupt nicht an diese, wie soll ich sagen, an dieses Tänzelnde vom Vorgänger ran. Das ist viel dunkler, fester, kompakter. Aber runter gehen wir nimmer, nur wegen der Luft. Länge hat es auch. Okay. Wir haben es, oder? Bist du einverstanden? Kannst du mal lächeln dabei? Okay. Das war's heute. Das war wieder mal ein tiefer Einblick in die Arbeit, die wir so machen. Wir sehen uns ganz sicher nächste Woche wieder. Nein, wir sehen uns morgen schon wieder, gell? Ja, wir machen morgen ja weiter. Für heute war's das. Wir werden heute wahrscheinlich auch mal abbrechen. Selbst ich werde heute mal nicht noch einmal 2 Stunden dranhängen, sondern noch einmal die letzten Sonnenstunden genießen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Das ist echt. Das ist eine Sensation. Also ich habe überlegt, es ist nicht auf einer. Ja, nur das Dumme ist, dass mir das jetzt total zumacht und das macht gerade auf. Das ist so schwierig gerade, das zu vergleichen. Aber ich wollte, dass mir das ist vielleicht 93 zu wenig. Also in dem Kontext. Ja, also ich verstehe. Ich kann mich total verstehen. Wir müssen da aufpassen, also 93 ist nicht so hoch zu geraten. Aber du hast recht. Genau, deshalb habe ich mich zurückgehalten. Du hast vollkommen recht. Also hier sehe ich jetzt, weil ich habe, wie gesagt. Im Moment ist das deutlich. Aber du meinst, der macht total auf? Der macht total zu. Hey, diesen blöden Schlossberg, da habe ich gehackt im August bei was weiß ich was. Ich habe mir das jetzt verknüpft und da habe ich gehackt. Alles vegetal, es war heiß. Das hat sich gelohnt. Stimmt, war ich nicht. Da war ich ja dort. Wann habe ich mein Praktikum gemacht? Naja, es kann ja eigentlich nur die Zeit gewesen sein. Und weißt du, was das Blöde